Leben im Emsland. Kurz erklärt, das deutsche Gesundheitssystem. Die Krankenversicherung. Jeder Mensch, der in Deutschland lebt, braucht eine Krankenversicherung und hat ein Recht auf medizinische Versorgung. Die Krankenversicherung bezahlt alle notwendigen Behandlungen in einer Arztpraxis oder im Krankenhaus. Ehepartner und Kinder werden kostenlos mitversichert, wenn sie kein eigenes Einkommen haben. Die Hausarztpraxis. Bei gesundheitlichen Problemen rufen Sie eine Hausarztpraxis in der Nähe an und vereinbaren einen Termin. Erklären Sie dem Arzt oder der Ärztin genau, welche Beschwerden Sie oder Ihr Kind haben und seit wann. Wenn Sie nicht oder kaum Deutsch oder Englisch sprechen, bringen Sie eine erwachsene Person mit, die für Sie übersetzt. Der Hausarzt oder die Hausärztin erstellt eine Diagnose und verschreibt, wenn nötig, Medikamente. Eventuell bekommen Sie auch eine Überweisung für eine Facharztpraxis. Die Krankenhausbehandlung. In Krankenhäusern werden nur Notfälle behandelt, sowie Operationen und Spezialuntersuchungen durchgeführt. Für eine notwendige Operation oder Spezialuntersuchung im Krankenhaus erhalten Sie von Ihrer Hausarztpraxis oder der Facharztpraxis einen Einweisungsschein. Im Notfall. Ein Notfall ist ein lebensbedrohlicher Gesundheitszustand oder eine schwere Verletzung, die sofort behandelt werden muss. Im Notfall und nur dann rufen Sie den Rettungsdienst unter 112 an, ohne Vorwahl. Die Nummer gilt überall in Deutschland. Bleiben Sie ruhig. Nennen Sie Ihren Namen und sagen Sie, wo und in welchem Zustand sich die betroffene Person befindet. Rettungskräfte tun alles, um Leben zu retten. Bitte hindern Sie sie nicht daran. Kein Notfall? Ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen. Sie benötigen ärztliche Hilfe und Ihre Hausarztpraxis hat geschlossen? Dann rufen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst an. Die Nummer ist 116 117, ohne Vorwahl. Gesundheitsvorsorge. Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen auch für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge. Dazu zählen Impfungen, Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen für Kinder und Erwachsene sowie Untersuchungen während der Schwangerschaft. Weitere Informationen unter www.emsland.de/healthcare.